Mafias Sprünge. Sie kam aus dem All mit nur 15 Sprüngen. Durch kurzes Antippen kannst du mit deinem Eishut Kanten hochklettern, ohne wirklich springen zu müssen. Das heißt, das ist nochmal She Came from Outer Space, so heißt es auf Englisch. Nur halt mit so wenig Sprüngen wie möglich, aber es ist kein Zeitlimit. Ich muss nur nicht springen dürfen. Nur halt ganz oben sind da Plattformpassagen, wo ich auf jeden Fall springen muss. Warte, fang ich von ganz unten an? Oh, das ist böse. Das ist echt böse. Ich fange von ganz unten aus an. Genau, und den Stampfer zu machen, das zählt nicht als Jump. Und das hier? Ich mach das mal ganz kurz ein paar Mal, um zu wissen, ob das hier als Jump zählt. Das zählt nicht als Jump, oder? Das ist ja ein Dash. Das ist ja kein Jump. Also wie ihr seht, ich habe schon mehr als 15 Mal gemacht, es passiert nichts. Also ja, es ist in Ordnung. To use, denke ich. Ich darf nur den A-Knopf nicht betätigen. Ja doch, ist bei mir A. Okay. Ja, ich darf den auf jeden Fall nicht betätigen. Und einen anderen Weg muss ich dafür suchen. Okay, nice. Sie ist hochgeklettert. Bitte kletter hier auch hoch. Ja. Schade. Jetzt bin ich irgendwo, wo ich nicht will. Oh, verdammt. Moment, das kriege ich aber noch hin. Sie muss nur anfangen, die Wand hochzuklettern, aber sie will das nicht. Jetzt bin ich stuck. Hallo. Hallo. Oh Gott. Ja, A-Presses. Kann ich auch einen halben A-Press machen? Ist das okay, wenn ich den... Wow. Ah, mit ganz kurz tippen meinte er das. Nur die Höhe mitnehmen von dem, von dem Eisding. Warte mal. Interessant, das ist eine coole Mechanik auf jeden Fall. Ja, halt ruhig rum. Verdammt, ich muss da hoch. Okay. Da ist es. Wie komme ich da hoch? Okay. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Taktik. Ganz kurz einen Eisblock zu benutzen. Das ist sehr kreativ von den Entwicklern, dass man, dass das wirklich so ein Gimmick ist, so ein Feature. Dass man das wirklich machen soll. Und schaut mal, wo wir sind. Wir sind schon fast da. Ich sehe noch leider nichts mehr. Ich glaube, ich bin stuck. Ne, bin ich nicht. Okay, gut. Okay, kurz chillen, kurz chillen. Dann halt nicht. Aber ja, ich bin schon fast da. Ja. Verdammt, nein! Aua. Aber ja, ich bin fast da. Ich muss nur noch. Verdammt. Und ich kriege... Ah, okay. Doch kein Fall schon. Jetzt hat sie auch geklettert. Okay, ich bin da. Ohne einmal A gedrückt zu haben. Das finde ich schon krass. Das, ja. Okay, das hätte nicht als A-Knopf drücken. Das hätte nicht dabei. Okay, gut. Weil die hätten ja auch so böse sein können und sagen können, ja, wenn du beim Textbox A drückst, ist das ein A-Knopf. Den musst du mitzählen. Hätte ich mir vorstellen können. Okay. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall A drücken. So. Hä? Mein Effekt war einfach da. Okay, cool. Okay. Aua. Den muss ich noch killen für meinen Auftrag, genau. Mist. Hä? Linke Schulter, rechte Schultertaste und dann immer so weiter. Da muss ich jetzt auf jeden Fall so einen Jump machen. Und in der Luft A zu drücken zählt übrigens auch nicht. Als einen weiteren extra Jump. Zum Glück. Den schaffe ich safe auch so. Ja. Nee. Oh, und als Bestrafung muss ich jetzt einen Jump verschwenden. Das ist böse. Okay. Dann weiß ich jetzt zumindest fürs nächste Mal. Ja. Boah, zwei zählte das wegen Double Jump. Okay. Aber ich bin durch. 10 Sprünge. Ich bin durch. Nein, ich brauche noch einen Sprung. Warte, ich brauche nicht noch einen Sprung dafür. Wartet mal, da sind doch Kisten.
Ja. Haha! 10 Sprünge nur! Was sagt der Bonus? Was? Schießt mit 11 Sprünge ab. Sagt mir nicht, der Bonus ist 9. Och, come on. Wegen einem Fehler. Komm schon, bitte sag mir nicht wegen einem Fehler. 7? Das kann man in 7 Sprüngen schaffen? Ich dachte 9. Okay, das schaue ich nach. Okay, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, ne? Und ohne Witz, was zur Hölle, denke ich mir dabei. Wie die alle in die Luft springen dabei, habe ich nie gesehen. Lol. Ja. Es gibt eine extrem leichte Abkürzung, wenn man vom Start aus einfach nach rechts geht und dann hier zum Hafen. Ihr seht schon, da ist eine Platte. Und schaut mal, wie viel man damit skippt. Weißt du, ich habe die mir Mühe gemacht, wirklich da hochzuklettern, ohne einmal zu springen. Hab's auch geschafft. Und dann habe ich das ja einfach gesehen und dachte mir so, wow. Ich mache mir die Arbeit und man kann einfach sich hier hochspringen lassen. Krass. Okay. Aber ja. Das kennen wir jetzt schon. Und ich hätte es eigentlich fast geschafft. Minus den einen Fehler, minus einen Sprung, den ich verschwendet habe. Hier springen. Das ist auf jeden Fall richtig. So, eigentlich habe ich auch fast alles richtig gemacht sogar. So, hier. Hoch. Verdammt. Das habe ich leider nicht geschafft, den Jump. Aber der Gegner ist doch leider im Weg. Aber man kann es auch so von hier aus machen. So wie ich es gerade geschafft habe. Komm mal runter da. Wenn ich dich killen kann, du nervst nämlich. Verdammt. Okay. Und hier einen langen Sprung. So. Hier einen langen Sprung. Hier, das wisst ihr ja schon. Sowas. So, was man hier machen kann, hier braucht man nicht springen. Man kann nämlich in einem bestimmten Winkel hier hoch dashen. Jetzt bin ich stuck, hallo. Spiel. Okay, ich darf A drücken. War mir da nicht sicher. Weiß nicht, ob das was mit dem Eishut zu tun hat, wie man da hochkommt. Ah ja, das war schon nicht schlecht. Ja, ihr seht, man kann da auch sich hochglitschen. Zumindest hat das so halt jemand geschafft. Und ja, so ist man dann hier oben. Und so schafft man dann den Jump. Hier ist richtig, einen Double Jump zu machen, keinen Triple Jump. Verdammt! Hallo! Okay, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen. Boah, knapp, ganz knapp. Einmal springen. Und nochmal springen. Habe ich es falsch gemacht immer? Was zum Teufel? So, ich habe es nochmal nachgeschaut. Einen Sprintjump. Ne? Noch ein Sprintjump. Und noch ein. Und wir sind durch. Da hochzukommen, wisst ihr ja schon. Da können wir hin, indem wir jetzt einfach so einen Eishut wieder rausnehmen. Hier hochdashen. Und wir sind durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen heute. Beim nächsten Mal geht es nochmal richtig ab. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir Mafia Town auf Deathwish zu Ende bekommen. Und mit beim nächsten Mal meine ich natürlich jetzt sofort. Ja, die letzte Folge wurde ein bisschen lang, deshalb mache ich es jetzt ein bisschen kürzer. Und ja, damit haben wir das eine Level schon mal durch. Ich habe auch jetzt nachgeguckt, was abstoßende Krähen bedeutet. Das sind diese Krähen mit diesen langen Haaren, die einen immer so wegschleudern, also die also anrempeln. Die gibt es sowieso erst hier oben in den Bergen. Zumindest die meisten von denen sind ja oben in diesen Bergleveln. Also können wir es eigentlich bisher ignorieren. Trotzdem jeden Gegnertyp besiegen. Darauf sollten wir achten. Und ja, als nächstes machen wir dann die Tresorcodes im Winde verweht. Öffne den goldenen Tresor. Du hast nur 30 Sekunden Zeit, jeden einzelnen Teil zu sammeln. Oh, lass dir ruhig Zeit, Kleine. Entspann dich und beobachte, wie die Teile des Tresorcodes im Winde flattern. Sehr beruhigend. Okay. Verlangsamere die Zeit nicht, ist ein Bonus. Und finde die Zeit, 10 Mafia zu besiegen. What? Snatchers Mode Code. Okay, okay. Alles klar. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ich glaube, meinen ersten Versuch mache ich mal so, dass ich keine
Abilities benutze, also keine Zeit-Stoppen-Ability, keine Stance. Ich hoffe, ich finde alle. Sind es die ganz normalen Orte von dem goldenen Tresor oder sind es komplett andere Orte? Ich habe pro Ding nur 30 Sekunden Zeit. Wann geht's los? Es geht sofort los. Okay. Eins ist hier unten irgendwo. Wo ist es? Hier drinnen? Nee, es muss dahinter sein. Ja. Ja, doch. Irgendwo hinten. Aua. Ach, das fliegt hier rum. Schaut mal. Okay, ich hab's. Ich hab eins. Jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Ja. Mehr oder weniger, sag ich mal so. Okay, welches gehe ich als nächstes lang? Ich gehe als nächstes dort drüben lang. Da oben ist es nämlich. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ich bin tot. Boah, das ist extrem schwer. Ja. Und tot. Ja. Das kann man schaffen ohne den Hut? Ich mache mir jetzt einen Run, wo ich das schaffe ohne Hut und dann einen Run, wo ich es mit Hut schaffe, wo ich aber auch Mafias kill. Das sind meine zwei Runs, die ich hier schaffen will. Okay? Gut? Ja. Ich glaube, ich verfolge am Anfang erstmal den anderen. So, berühren. Und dann kurz umschauen. Ich gehe da lang. Da, wo ich vorhin lang wollte. Komm schon. Hat so wenig Zeit für alle. Wow. Jesus! Komm, gib her! Ich glaube, die fahren immer. Ich glaube, die fliegen immer so einen bestimmten Path lang. Ist zumindest meine Vermutung. So ein bisschen Zeit hoffentlich damit gespart und dann gehen wir hier lang. Weil ich sehe es hier direkt schon. Wo ist es? Oh, gerade hier. Hey! Nein! Komm her! Okay, ich hab's. Ist auch sehr klug, die einzusammeln kurz bevor der Timer ausgeht. Damit man den sofort refreshen kann. Ja, dann kann man sich das kurz anschauen, das Tresor-Ticket, und dann überlegen, wo man als nächstes lang will. Ja, verdammt, ich habe das Aussehen schon eingesammelt. Okay, ich glaube, es ist nur noch eins, oder? Das, wo ich vorhin war. Das, was ich als allererstes vorhin eingesammelt hatte. Warte mal, wie soll ich denn da so schnell hinkommen? Schau mal, ich brauche hier 10 Sekunden, um hier überhaupt hochzuklettern. Was zum... Oh mein Gott. Hallo? Was? 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 Okay, da muss ich mir den perfekten Run anschauen. Okay, ich hab's mir angeschaut. Wir hatten tatsächlich sogar fast einen perfekten Run. Wir hatten es fast richtig. So, und zwar ist das richtig, direkt erstmal dort lang zu gehen. Also, basically alles, was wir gemacht haben, war eigentlich fast richtig, bis aufs Ende. Beim Ende habe ich leider was falsch gemacht. So, wo ist das Ding? Hab schon, okay. So, jetzt wollen wir darüber. Auf diesen schwarzen Dingern drauf. Schwarzen Häusern. Weil dort fliegt eins lang. Two. Als nächstes da ganz nach hinten, wo dieser Gegner rumläuft. Da wisst ihr, da ist noch eins. Das fährt hier gleich rum. Ja. Müssen wir schnell einsammeln, wir haben nicht mehr viel Zeit. Komm her. Okay. Machen wir es so. So, und was wir jetzt machen wollen, um das letzte zu bekommen, ist... ja doch, hier lang zu rennen. Wir wollen hier lang rennen. Wir wollen hier unser Bike ausrüsten. Damit sind wir schneller. Das ist was, was wir machen wollen. Hier Bike ausrüsten. Und dann sollten wir genug Zeit haben. Warte, jetzt kann ich wechseln auf... Oh, verdammt. Ah! Auf irgendwas anderes. Das wird einsammeln. Verdammt! Oh nein. Es hält noch, es hält noch. Okay. Und jetzt, ah, pass auf. Wie wir jetzt nach ganz oben kommen. 3 Sekunden. Hier, dieses Pad nehmen. So. Und von hier aus. Da, seht ihr schon, da oben ist es schon direkt.
schon. Ah, ich hab Angst. Okay, also schafft man's. So hat man's geschafft. Echt super schwere Challenge. So, und jetzt versuchen wir den zweiten Run, wo wir unseren Time-Stop-Head benutzen, um genug Zeit zu haben, 10 Mafia-Ghoul zu besiegen. Ja, nieder mit den Mafias, genau. Okay. Ja, ich habe ehrlich gesagt noch keine wirkliche Ahnung, was mein Plan hier sein wird, aber ich sehe gerade, wir bekommen ein Outfit wieder. Oh, den Regenmantel. Wait, wie sieht der aus? Hui. Aber damit kann man auch keine Farbe haben. Hm. Okay. Ja, ist doch ganz süß, ist doch ganz nett. Selbst wenn es nicht regnet, können wir das jetzt tragen. Das ist doch ganz nett. Ja, und wie gesagt, Farben funktionieren damit nicht. Ja, okay. Können wir kurz ein bisschen tragen. Warum nicht? Das ist ein neues Outfit. Sag ich nicht nein zu. Okay, ja, wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hier machen soll, aber... Ich finde schon was heraus. Bestimmt. Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe einfach den ganzen meinen Weg, den ich sonst immer gehen würde, nur bin langsam, weil ich darauf achten will, dass irgendwo unter mir Mafia-Goons sind oder sowas. Ja, ich denke, ich mache das so. Zieh direkt meinen Time-Stop-Hut an und renne mit dem rum. So, Time-Stop. Ich glaube, direkt unter uns müsste ein Mafia-Goon... Hier ist einer! Den können wir doch direkt mal besiegen. Bam, bam, bam. So kann er sich auch nicht wehren. Einer ist schon mal down. Hier ist noch einer. Der zählt auch. Alle, die rot werden können, so wenn sie wütend sind, die können wir alle besiegen. Okay, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall das Ding hier oben einsammeln. Sonst haben wir verloren. Oh, verdammt. Oh Gott, verdammt. Wo ist es? Ernsthaft? Oh! Oh, nachdem der One gesagt hat, hat man aber noch Zeit, zum Glück. Da unten sind direkt zwei. Warum habe ich meinen Timestop nicht benutzt? Bin ich dumm? Ja, bin ich wohl. Ja, die können wir hier killen. So. Zwei weitere. Haben wir vier insgesamt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, ich mir jetzt das Ding hier. Till. Sind die noch auf dem Weg, Mafias? Da ganz unten sind welche. Ich sollte immer mein Dings einsetzen. Ich vergesse das manchmal. I'm sorry. Ich sehe da auch so lange auf. Warte, habe ich nicht so ein Ding, das schnell auflädt? Wait. Nee. Verringert die Abklingzeit. Warum nehme ich das nicht einfach? Bin ich blöd? Scheinbar. You're free. Ja, so sieht's aus. Also ja, mit dem Time-Stop-Hut ist es halt viel einfacher, das zu schaffen. Bin froh, dass er hier nicht gebannt ist, nur halt für die normale Challenge. Wo ist das Ding? Hallo? Okay, hab's. Ja, verdammt. Vier Stück. Hier ist einer. Den können wir killen, auch wenn er mit uns reden kann. Sehr nützlich. So, sieben. Hallo? Spiel? 8. Hä? Was war da denn jetzt los? So. Und hier vorne sind noch super viele von denen. Also, ja, stimmt. Eigentlich hätte ich hier so 5 Stück oder so farmen können. Ich habe aber keine Zeit, die zu farmen. Keine Zeit, die zu farmen. Verdammt! Ich hätte von Anfang an hingesollt. Hingemusst. Whatever. Oh, es zählte noch. Verdammt, jetzt muss ich einen anderen Weg gehen. Ich hab schon einen Plan. Okay. Und zwar gehen wir erstmal hier hoch. Und hier killen wir dann einfach irgendeinen Random, der da rumsteht. Und das war's. Dann gehen wir schnell ins Ziel. Das ist mein Plan. So, du stirbst. Du wurdest auserwählt, mein Kumpel. Zu sterben! Okay, er ist tot. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ja, die Challenge durch. Wir müssen noch hochschaffen. Oh Gott, okay, doch, das schaffen wir. Das haben wir. Yes! Gar nicht mal so schwer. Wenn man weiß, was man tut, ist gar nicht mal so schwer. Und vor allem mit dem Side-Stop-Hut, das ist super easy. Yay! So, Kumpel, das haben wir durch.
Und ich glaube, das ist das letzte von Mafia Town, kann das sein? Das ist so direkt da drauf. Sieht aus wie so ein Boss, oder? Ist das ein Boss? Zugabe! Zugabe! Besiegt den Mafia-Boss! Ja, er ist komplett aufgeladen. Dieser alte Narr scheint ein wenig vorsichtiger mit seinem neuen Körper zu sein, aber er hat immer noch diese Angewohnheit herumzustampfen und zu brüllen, bis es ihm blau im Gesicht wird. Blau im Gesicht, okay. Ja, diesmal haben wir Angst vor ihm, so, so blau. Aber wir fangen direkt am Boss an, okay, gut. Achso, das ist der gleiche Text? Ja, okay, dann kann ich das skippen. Dann kann ich das skippen. Okay, wenn er blau wird im Gesicht. Ja, jetzt. Bam. Wow. Super Kicker. Ah, verdammt. Hab ich getroffen. Jetzt hab ich ihn. Was? Das hat nicht immer gezählt. Ich habe immer noch nur einen Treffer auf ihm. Was macht denn jetzt? Ach, das schon wieder. Während die Säcke runterfallen. Ja, kein Problem. Okay, zwei Treffer. Hat einen Treffer auf mich, ich hab zwei Treffer auf ihn. Es geht, würde ich sagen. Es geht. Wow, was zum Teufel war das für eine Attacke? Oh, nicht das schon wieder. Schon wieder Super Kicker. Hört er jetzt auf? Ja, drei. Drei, drei. Uah. Uah. Bam, vier. Schön. Läuft gar nicht mehr so schlecht. Würde ich mal behaupten. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Dash? Was zum... hey, ich bin noch gesprungen. Spiel hat gelaggt. Kann ich doch nichts für. Schon wieder. Spiel laggt total. Bei diesem Bosskampf. Vier. So, wir sind wieder back. Genau, jetzt kommt Phase 2. Nach vier Treffern. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube immer, wenn er landet, springen. Ja, weil dann seine Dinger wieder zurückkommen. Okay, verstanden. Ach, verdammt, ich hätte den... Ah, ich hab's nicht gesehen. Er war kurz blau. Er war ganz kurz blau. Fünf Treffer. Okay. Oh, verdammt. Ich hab mich voll bekommen damit. Okay. Sechs Treffer. Ein Leben. Das war's, worth it. Ah, böse. Das war echt böse. Nein! Ah, verdammt! Da muss man richtig aufpassen. Das ist voll schwer. Das zu erkennen, meine ich, ist voll schwer, finde ich. Bam! Nächster Treffer! Wie viele waren das jetzt? Sieben? Acht? Wie viel ist er gleich tot? Und ich auch. Beim nächsten wird er blau sein. Bam! Er lebt noch, er lebt noch. Oh, dritte Phase. Oh, ich bin tot, er lässt kein Herz mehr da. Was zum? Oh, das war das. Okay, jetzt ist er blau, jetzt ist er blau. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, wie das ging. Bam! Ein Herz! Ja! Ich habe Hoffnungen wieder. Ich habe wieder Hoffnungen im Leben. Oh mein Gott! Das ist nur noch dir! Dankeschön. Oh nein, nicht das schon wieder. Ich mag das nicht. Ich bin tot. Keine Hoffnungen mehr. Hope died. Er ist einfach gestorben. Oh, nicht das wieder. Okay. Wow! Mega Charge? Was? Hä? Hä? Habt ihr das gesehen? Hä, stimmt. Ich kann ja einfach meinen Hut benutzen, um ihn besser auszuweichen. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Oder generell mehr Zeit zu haben, ihn zu treffen. Ja, stimmt. Warum nicht? Das größte Problem an diesem Kampf ist wirklich einfach, dass ich nicht weiß, was die Challenges sind. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine der Challenges ist, benutze keinen Hut. Ich will den Kampf wirklich nicht nochmal machen, wenn ich ihn einmal geschafft habe. Wirklich nicht. Bam! Okay.
Okay, dritte Phase, ich habe 3 Leben. Das ist gut. Ich habe mich schlecht angestellt, aber jetzt habe ich mich wieder verbessert. Okay, Mafias. Nein, auch da! Verdammt! Ey! Bam, getroffen. Schön. 3 Treffer brauchte, glaube ich, noch. Ich glaube, da braucht nochmal 3 Treffer. Wisst ihr? 4 Treffer meine ich. Immer 4 Treffer insgesamt. Oh, ist noch nicht. Nein, ich hab's vertan. Oh, spring. Okay. 2 gegen 2. 2 gegen 2, glaube ich. Ich glaube, es ist ja 2 gegen 2. Jetzt kommt seine stärkste Attacke. Das ist jetzt noch nicht? Danach. Ja, jetzt. Hinten bleiben. Nevermind. Okay, das war mein bester Run bisher. Dritte Phase, ich habe 4 Leben, plus auch noch ein extra Leben. Weil ich nicht aus Versehen einsammeln sollte. Weil ich es vorhin leider gemacht habe bei einem. Oh, hier werde ich es wahrscheinlich einsammeln, oder? Aus Versehen. Was hat mich da getroffen? Hä? Okay, ich muss ihn nur berühren. Okay, schön. Okay, Bonusleben. Ein weiteres. Ah. Und jetzt. Bam! 3 Leben noch. 4 gegen 3. Das ist das Schwerste. Das danach mit dem Mega-Charge. Das verstehe ich nicht. Was kommt jetzt? Hinten bleiben, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung. 2 gegen 3. 2 gegen 2, whatever. Oh, schade. Ich wollte unbedingt das extra Leben. Deshalb will ich mich treffen lassen. Okay, jetzt. Ärgerlich. Nein. Bitte nicht ein Mega-Charge. Nicht ein Mega-Charge. Okay. Oh, nevermind. Er macht's doch. Verstehe ich nicht. Egal. Oh Gott, ich bin tot. 1 gegen 1. Nein! Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das Level so oder so nochmal neu machen muss, spiele ich das jetzt erstmal im First Try mit meinem Zeitstopp-Hut. Weil sonst raste ich wirklich noch komplett aus. Und dass ich da getroffen wurde, verstehe ich nicht. Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Aber zumindest bin ich jetzt wieder Full Health. Fürs Erste. Komm, werf. Jetzt auf ihn drauf springen. Immer auf ihn drauf springen. Ist einfacher als X zu drücken. Für mich zumindest. So, 2, 3. Ah, der macht nur 3. Okay, das ist Super Charge, aber wir wollen das Ultra Charge nennen. Das ist das normale Charging. Und jetzt das. Wo ich ein bisschen chill. Okay, es läuft gut. Oh mein Gott. Aber ich sollte es nicht zu früh sagen. Okay, einmal noch. Jetzt. Bist du tot? Nein. Aber ich. Ah, jetzt macht er das einmal noch. Weil das ist das Finale jetzt, oder? Hä? Bro! What the hell? Ihr habt's alle gesehen, was war das? Okay, ich darf von da nicht aus rauf. Dann von hier. Ah, ne. Was? Hä? Von hier. Ja, von hier. Oh mein Gott, ich hab ihn. Nehme ich auch auf? Ich nehme auch auf. Das hat viel zu lange gedauert. Ich habe sehr Angst vor dem Bonus. Wenn das der Hut war, bin ich selber schuld, aber ich wollte es mal schaffen, weil ich bin mir sicher, ich muss ihn so oder so nochmal neu machen. Weil es irgendeine Challenge gibt mit, schaff ihn in einer Minute oder sowas. Bestimmt. So, was muss ich hier machen? Okay, warum nach oben? Egal. Verpasse keine Chance im Angriff. Das habe ich nicht gemacht. Mit einem Treffer hält... Was? Was? Hexenhut, das ist doch kein Hexenhut. Mit einem Treffer hält? Ihr wisst, was das heißt?
Das bedeutet, ein Treffer hält. Du stirbst halt einen Treffer. Ah,